Moin, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute wieder mal ein Review-Video. Vier Alben, diesmal fast ausschließlich nichts Schwarzes, bis auf die neue Dark Space, aber der Rest ist komplett, ja. Also wer wegen Black Metal hier ist, wird heute enttäuscht. Es gibt nur, wie gesagt, die neue Dark Space, der Rest ist eher im rockigen bis elektronischen Bereich anzusiedeln. Und wir starten tatsächlich mit was Elektronischem, beziehungsweise ja, eine Künstlerin, die eigentlich keine elektronische Musik macht, aber jetzt ein elektronisches Album veröffentlicht hat, nämlich die neue Shazzy Wolf, She Reaches Out to She Reaches Out to She. Ja, genau. Das 12. Album von ihr. Ich muss sagen, die letzte, die irgendwas mit Violence hieß, die habe ich nur ein nicht krass verfolgt. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie nicht zugekommen. Die letzte, die ich krass gehört habe, weil ich sie auch besitze und deswegen läuft sie auch regelmäßig, ist die His Boon von 2015 oder wann war die? Auf jeden Fall die His Boon. Ja, und die neue ist eben komplett elektronisch. Es ist ja, Trip-Hop, ich bin bei elektronischer Musik. Ich höre gerne elektronische Musik, aber ich bin nicht drinne in den in diesen Genre-Bezeichnungen. Da bin ich tatsächlich nur Konsument. Aber es ist ein wirklich unfassbar gutes Album zwischen brachialer elektronischer Musik, verträumteren Sachen, was heißt verträumter, ruhigeren und düsteren Sachen, wie zum Beispiel The Luminal. Liminal ist ein sehr düsterer und eher reduzierter Song. Im Opener gibt es einen fetten Break. Es gibt der auch, wenn man die wenn man sich das, wenn man sich den Song mit Gitarren vorstellen würde, dann würde der auch auf der His Boon passen. Mein Favorite ist House of Self-Undoing, weil der einen relativ treibenden Rhythmus hat, der schön nach vorne geht und dafür sorgt, dass man das Bein gut schwingen kann. Ab und zu mal gibt es auch ein paar Gitarren, aber die sind eher Zierde als wirklich tragendes Element. Und es ist auch mal lauter, mal ein bisschen dissonanter. Also man muss das, also es ist schon klassisch elektronische Musik, der so 90er. Was habe ich gelesen, was die Portishead oder so? Ich bin da, wie gesagt, ich bin da nicht allzu tief drin, leider. Ich fühle mich manchmal auch an Kram wie Massive Attack erinnert. Aber, und das ist das ganz Wichtige, war egal, dass das musikalisch nicht viel mit dem bisherigen Schaffen von Chelsea Wolfe zu tun hat, man hört trotzdem immer wieder, also man hört es komplett raus, dass das Chelsea Wolfe ist. Das liegt einerseits natürlich an ihrem unverwechselbaren Gesang, der wie immer ist, also das ist wirklich, sie schafft das einfach eine ganz eigene Atmosphäre mit ihrer Stimme zu erzeugen und einen in den Bann zu ziehen. Und auch die Musik ist quasi, das ist Chelsea Wolfe, nur halt mit anderen Instrumenten. Ich meine, dissonant laut und unangenehm und abweisend war Chelsea Wolfe immer schon. Es gab auch, klar, es gab auch poppigere Sachen wie die Abyss, aber grundsätzlich gab es immer auch laute und dissonante Töne. Deswegen, also eigentlich, das Einzige, was sich geändert hat, ist die Instrumente, aber vom Songwriting, von der laut-leise Dynamik, vom Gesang, von der Atmosphäre, von der Stimmung, von allem, ist es ein klassisches Chelsea Wolfe Album. Es ist halt nur nicht mit Metal-Instrumenten, sondern ist halt elektronisch. Aber wie gesagt, alles andere, die Atmosphäre, wie gesagt, das Songwriting, die Dynamik, die Stimmung, alles, das ist alles klassisches Chelsea Wolfe und ein wirklich großartiges Album, was definitiv in meinen Top 10 sein wird, wirklich toller, ja. Eine ungewohnte Seite von Chelsea Wolfe, aber irgendwie passt es. Also es ist halt einfach mal was anderes. Also es passt. Ja, und bei 90er Musik bleiben wir. Ne, also eine Band, die quasi die 90er ho aufleben lässt. Und zwar Drive Moja mit The Great End. Ein Grunge, Noise Rock, Shoegaze Alternative Rock Album, was ja so eine schöne Sommerplatte ist. Es ist jetzt, es tut nichts weh, es ist sehr
catchy. Es ist es ist schon, es ist laut, es ist aber auch leise, hat ein paar noisige Elemente, da wo sie einfach mal ein bisschen drauf loshauen. Der Gesang ist unaufgeregt, eingängig und hat was Entrücktes. Eine sehr unauffällige Stimme, aber gleichzeitig eine, die sich einfach im Gehör festsetzt. Und ja, ziemlich cool, so dieses klassische, die Strophen sind relativ reduziert, in den Refrains gehen dann die Gitarren ordentlich nach vorne. Der Bass ist sehr cool rauszuhören und hat auch einen schönen Groove und so, also wirklich perfekte 90er, 90er Worshipping, wirklich schöne Musik für Sommertage, Frühlingstage. Gut, gefällt mir, wie gesagt, dass da immer wieder Neues durchscheint. Dadurch ist das nicht ganz gefällig, weil gerade der Song, gerade der Gesang sorgt dafür, dass es schon sehr cheesy, ne, cheesy nicht, aber schon sehr gut, leicht zu bekömmlich ist. Aber dadurch, dass da immer wieder die Gitarren neues Element reinbringen und allgemein auch der Sound jetzt nicht gerade unbedingt glatt gebügelt ist, man hat ja immer noch so ein gewisses Rauschen irgendwo im Hintergrund und die Gitarren sind schon ordentlich verzerrt, wodurch das dafür sorgt, dass es trotz aller Eingängigkeit und Poppigkeit immer noch eine gewisse kratzbürstige Seite hat und eben nicht komplett nahbar ist. Mein Fave Song The Sun ist wirklich ein wundervoller Ohrwurm, hat die Hook hat von der Melodie irgendwie sowas leicht wehleidiges bzw. fernwehmäßiges, ohne das jetzt negativ zu meinen. Das finde ich wirklich, ist ein schöner Song. Der letzte Song geht dann nochmal richtig ab. Da sind die Noise-Einflüsse auch am stärksten vertreten. Geht auch 9 Minuten und alles in allem wirklich eingängig. Immer wieder, immer bevor es zu lieblich wird, sorgen die Gitarren dafür, dass es immer noch eine gewisse raue Seite hat. Es ist wirklich groovy, schöne Hooks, es ist wirklich, kann man sich gut anhören, wirklich tolles Sommeralbum, irgendwo zwischen Stoner nicht, Grunge, Noise, Alternative und Shoegaze, irgendwo dazwischen, wirklich eine schöne Platte, die Spaß macht und ja, einfach, es ist jetzt keine Musik, wo man wirklich Kopf anstrengen muss, das ist einfach mal Musik zum Kopf ausschalten und ja, einfach mal die Seele baumeln lassen. Ja, und jetzt eine Scheibe, womit ich mich sehr schwer tue, die neue Dark Space, die bestehend aus einem Song ist. Die neue Dark Space, na klar, eine unfassbar wichtige Band. Ich meine, die haben alleine den kosmischen Black Metal erfunden, möchte man sagen. Ist ja die Band vom Wind her. Und der ja Paysage de Hiver im Alleingang betreibt. Und ich tue mich schwer mit der neuen. Sehr schwer. Also, es ist klassisch Dark Space, aber komplett. Es ist ein 47-minütiger Brocken, komplett monoton und zermürbend. Kosmischer Black Metal, wie gesagt, zäh. Es gibt auch, der Song, beziehungsweise das Album hat genau zwei Modi. Gar kein Tempo und schleppend. Und das auf 47 Minuten ist schon abenteuerlich. Ich habe da Respekt vor. Ich bin auch der letzte Mensch, der Sachen wie monoton, zermürbend und sowas als was Negatives auslegt. Aber hier bin ich schwierig. Hier bin ich zwiegespalten. Also, ich finde das krass, aber also dass man das so durchzieht, so kompromisslos und konsequent durchzieht. Und es ist eine typische Dark Space-Atmosphäre. Man erkennt die Band durchweg wieder. Auf der anderen Seite ist das halt eine Platte, wo man wirklich in der Stimmung sein muss. Weil, wie gesagt, die hat genau zwei Modi: Tempo aus und Tempo ganz langsam. Auch das Riffing ist, also Riffing-Variationen gibt es auch nicht krass viele. Also es ist wirklich ein Stück, was komplett 48 Minuten
Also wer sich schon mit beispielsweise Urforst oder so schwierig tut, wegen der Monotonie, dann wird das hier noch eine Spur härter sein, weil das Riffing variiert jetzt auch nicht krass. Das Einzige, was ein bisschen variiert, sind diese elektronischen Effekte, wie man sie von Darkspace gewohnt ist. Und wie gesagt, das Ganze erzeugt schon eine Atmosphäre und das erzeugt auch einen Film und so. Aber man muss dann Stimmung sein. Das kann man sich, wenn man einfach mal Bock hat, ein Album aufzulegen. Ich glaube nicht, dass das die erste Wahl wäre. Und selbst wenn ich Bock auf Darkspace habe, wäre das auch nicht meine erste Wahl. Schwierig. Also, es ist wirklich, als würde man einsam durchs All schweben und von dieser komplett lebensfeindlichen und kalten Atmosphäre erschlagen. Aber es passiert einfach nichts. Man ist in so einer komplett kalten, leeren und unwirtlichen Welt, sag ich mal, Umgebung gefangen, aber die komplett leer ist, wo nichts passiert, aber trotzdem erzeugt das irgendwo eine beklemmende Atmosphäre. Also schwierig. Ich kann ja auch gar keine Bewertung geben, weil manchmal, ich hatte Momente, wo ich wirklich da gesessen habe und gesagt habe, oh, es ist langweilig. Es gab Momente, wo ich das ziemlich abgefeiert habe. Es kommt halt immer darauf an, in welcher Stimmung. Und das ist wirklich stimmungsabhängig. Also es gibt Momente, da finde ich das ziemlich cool. Und es gibt Tage, da finde ich das eher so, ja, nee, leg mal lieber was anderes auf. Deswegen möchte ich hier auch tatsächlich mal keine Bewertung abgeben. Weil ich könnte es nicht. Also manchmal finde ich das eine 9 und manchmal bin ich bei 5 Punkten. So. Es kommt halt immer, wie gesagt, Stimmung an. Aber ich habe da Respekt vor, dass das wirklich so komplett auf die Spitze treiben, dieses komplett, ja, dieses komplett monotone und zermürbende, aber es ist halt schwierig, sehr schwierig. Ist halt, es ist so als einzelner Song und so, wenn man das als, wäre das irgendwie so als Experiment oder als EP, würde ich das verstehen, aber es ist ein wirklich vollwertiges Album, tue ich mich schwer. Also, wie gesagt, ich will hier keine Bewertung abgeben, hört rein, aber es ist halt faszinierend und irgendwie eigen. Keine Ahnung. Und eine Promo, die ich noch bekommen hatte. Eigentlich ist das mein Steckenpferd, dieses Genre, beziehungsweise ich habe das eine Zeit lang sehr oft gehört. Und ich bin da eigentlich ein großer Freund von. Aber das Genre ist halt von sehr viel Mittelmäßigkeit überschwemmt und deswegen ist das schon schwierig. Und zwar ist das die Rede von Postrock und hier geht es um die Malaysia, irgendwo in Asien war es, Singapur, ja genau, Malaysia. Singapur, Paint the Sky Red mit ihrem Album Tamat. Gibt es schon seit einer Ewigkeit, ich kannte sie nicht. Spricht jetzt also auch nicht gerade unbedingt für die Band, dass ich die als Postrock-Fan und jemand, der den Postrock-Dwells-Kanal auch abonniert hat, habe ich tatsächlich nicht. Ja, ich kannte das nicht. Ist jetzt irgendwie auch das letzte Album. Die Band hat sich aufgelöst, beziehungsweise haben sie einen Schlussstrich gezogen. Und es ist ein klassisches Postrock-Album, aber halt eben auch nichts Besonderes. Also wir haben 7 Songs, die gehen zusammen 1 Stunde 2. Also die Songs sind so bei 8, 9 bis 10 Minuten. Dieser sehr sphärische, sehr entspannte Postrock. Also es hat nicht diese Lärmwände, wie man das zum Beispiel bei Godspeed You Black Emperor hat, die ja quasi Schicht für Schicht aufeinanderlegen, bis du ein ganzes Gebäude damit zu tapezieren kannst, sondern es ist schon dieser entschleunigte Stil, sehr reduzierte Instrumentalpassagen, sehr ja, sehr ruhig und sehr auch viel, wo einzelne Saiten angeschlagen werden, statt dass man halt, ne, so runterzieht, also wirklich anschlägt, sondern wirklich einzelne Saiten und sehr ausschweifende Instrumentalpassagen und die rockigen Passagen sind tatsächlich die Stärken, wenn wirklich Riffs dabei sind. Ich finde es auch cool, dass es ab und zu mal Gesang gibt. Das ist ja quasi eine Seltenheit in diesem Genre. Normalerweise ist das ja meistens instrumental. Hier gibt es stellenweise Gesang, der auch sehr
ja, auch so in diesem unaufgeregt Alternative-Bereich anzusiedeln ist. Und das sind so die starken Momente, oder auch wenn mal so ein bisschen Bombast aus der Konserve dazu kommt, das sorgt für Stimmung. Sind jetzt auch keine krass überragenden Momente, aber das sind so die Highlights. Schwierig wird's, wenn das stellenweise gibt es dann zu ausschweifendes Geklimper für mich. Also stellenweise klingt das wirklich so, als hätte jemand einfach mal sich eine Gitarre genommen, die Aufnahmetaste betätigt und dann einfach drauf losgeklimpert. Was jetzt soll jetzt gar nicht so harsch klingen, aber es gibt so ein paar Instrumentalpassagen, die kommen für mich einfach nicht auf den Punkt. Wenn die rockigen Momente dazukommen und wie gesagt, wenn das schön so breitbandmäßig wird, dann ist das voll gut. Also gut und hat schöne Atmosphäre und so. Und dann gibt es halt, wie gesagt, zwischendurch immer diese Momente, wo es eher so, wo es halt wirklich sehr ausschweifend wird. Also nicht mal deswegen, also. Ich habe die jetzt siebenmal gehört. Und, ja, siebenmal. Ja, doch, sogar siebenmal. Also, ja, für jeden Song einmal das gesamte Album. Nee, aber siebenmal gehört und. Ich muss ehrlich sagen, so als, man kann es sich gut durchhören, aber ich habe keinen Moment, ich habe jetzt auch keinen Song, über den ich reden könnte, weil nichts sich festgebissen hat. Also. Es ist eine schöne Atmosphäre, aber wie gesagt, ein paar Instrumentalpassagen sind zu lang. Selbst wenn man die Größen weglässt, sowas wie Godspeed You oder Gottes Nastronaut oder Sigur Rós oder so, selbst wenn man das alles rauslässt, gibt es immer noch so viele Bands, die besser sind. Und das meine ich wirklich nicht abwertend, weil irgendwie ist es gemein so, ne? Eine Band verabschiedet sich und dann will man nicht noch einen mitgeben, so. Dann will man eigentlich noch sehr nett. Will man auch wohlwollend was sagen, aber es ist einfach eine weitere solide Postrock-Scheibe. Und für Leute, die mit dem Genre gar nichts zu tun haben oder die nur die Diamanten, sage ich mal, hören aus dem Genre, für die ist das nichts. Und auch für mich, der sehr viel Postrock hört, ist das auch schon ein bisschen an Stellen sehr zäh und eher nichtssagend. Und das ist eher wirklich was für Postrock-Alles-Sammler. So, also ich hätte gerne was Positives über das Album gesagt, so, weil wie gesagt, eine Band aus Malaysia, finde ich ganz, Singapur, ich komme durcheinander, Singapur so, ne, dann will man noch so ein bisschen Exotenbonus. Man hört leider nichts Exotisches, das hätte ich cool gefunden, weil das wäre nochmal, wäre was Besonderes. Ich glaube, es gibt keine Postrock-Band, die so asiatische Motive hat. Ansonsten, es ist solide, so, es ist nicht schlecht, aber es ist halt auch nichts, was ich mir jetzt kaufen würde. So, es ist ein Post-Rock-Album, wie es zu viele von gibt für meinen Geschmack. Und das wäre es dann auch von meiner Seite aus gewesen. Das waren vier Alben. Bis dann. Ciao, ciao.